Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Free Synergy Box von Synergy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Free Synergy von Synergy aus dem Jahr 2016. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier den Interpreten mit einem grünen Kopftuch hinter Gitterstäben stehend. Und es sieht so aus, als wäre er darüber nicht allzu glücklich, als würde er irgendwie ausbrechen wollen. Das Ganze in schwarz und weiß gehalten, bis auf das Tuch hier, das ist färbig und seine Augen. Und dann haben wir hier oben in weiß so arabische Schriftzeichen und hier auch nochmals. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß leider nicht, was das bedeutet. Falls es jemand von euch lesen kann, bitte schreibt es in die Kommentare. Dann rundherum haben wir so schwarz bzw. grau, so eine Rauchoptik. Zieht sich hier so durch. Und auf der Rückseite haben wir nochmals Free Synergy stehen mit dem Inhalt. Free Synergy Premium Edition, Free Synergy Shirt, Poster, limitierter Sticker, Schutzgeld Bonusalbum und AK-47 Kette. Dann haben wir noch einen Barcode und die Credits zum Album. Das Ganze in einer regulären Klappbox bedeutet, wir machen das Ganze hier auf der Seite auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Shirt, einen Infoflyer oder Merchflyer, das Bonusalbum Schutzgeld, das Album an sich Free Synergy, die Halskette mit dem Anhänger, 1, 2 Sticker und ein Poster. Von innen die Box in weiß gehalten. Machen wir mal wieder zu. So, und nachdem hier zwei Sachen, beziehungsweise drei Sachen, aber ja, drei Sachen hier noch in Folie sind, holen wir die mal raus. Also wir haben hier einmal diese Halskette. Dann haben wir das Album an sich. Und dann haben wir noch das Bonusalbum in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Allerdings habe ich hier leider keine Verschweißnaht, wo das wirklich gut aufgeht. Deswegen, bevor wir jetzt irgendwie das Ganze beschädigen, probieren wir es mal mit diesem Messer hier. Weil es dann doch etwas schärfer ist oder dünnere Klinge hat. So, das schaut gut aus. Jetzt haben wir so eine kleine Öffnung. Jawohl. So, nicht, dass uns die Papphülle dann irgendwie noch knickt oder eingeschnitten wird. Das ist ja immer recht einfach zu beschädigen. Gut, hätten wir das auch geschafft. Schwierige Operation. So sieht das Album aus. Free Synergy Premium Edition lesen wir hier. Und dann haben wir hier Synergy mit einer Jeansjacke bekleidet. Das dürfte so reguläre Gefängnisbekleidung sein. Und diese Jeansjacke dann darüber. Und hier ein Polizist, der wohl gerade mit seiner MP5 Wache schiebt vor dem Zaun. Allerdings wird der hier gerade von irgendeinem Mithäftling bedroht oder am Hals gepackt. Und Synergy greift hier gerade zu dem Funkgerät, dürfte das sein. Dürft ihr wohl gerade irgendeine Durchsage machen wollen. Gut, auf der Seite lesen wir auch Synergy, Free Synergy. Und auf der Rückseite dann 21 Tracks und jede Menge Features. Wir haben Features von Manuelsen, Ben Vestito, Vessel, Ecofresh, Brandon Beal, Silla und Joker, Ben Vestito, nochmals Ben Vestito und PA Sports. Spannenderweise auch direkt die 21 Tracks hier als Instrumentals aufgeführt, sieht man selten. Also dass die Instrumentals dabei sind, klar, aber dass die hier separat nochmal in der Tracklist ausgewiesen werden, relativ selten.
Dann haben wir hier noch einen Barcode und die Credits. Gut, dann schauen wir mal hinein. Als erstes das Booklet. Auch hier wieder Synergy. Und hier sieht es so aus, als würde gerade der Polizist eine Durchsage machen, eventuell Verstärkung rufen und Synergy hier mit leicht abfälligem Blick. Dann haben wir die einzelnen Tracks, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Okay. Weitere Übergriffe von Synergy auf Beamte, auf das Polizeipersonal. Naja, dann haben wir hier der Ausbruch. Okay, Synergy hier mit einer selbstgebastelten Waffe, also mit so einem typischen Gefängnismesser. Weitere Tracks. Nochmals ein Polizist, der hier allerdings, so wie es aussieht, gefesselt wurde und entwaffnet wurde. Und hier dann. Ah, das sieht ziemlich nach Freiheit aus, weil wir haben direkt hier einen Baum und sieht nach Fußgängern aus. Alles sieht zwar aus wie eine Ruine hier mit den Fenstern, aber auf jeden Fall kein Knastfenster. Keine Gitter. Und dann haben wir hier noch eine Danksagung und die Credits. Und auch hier nochmals Credits. Gut, dann kommen wir zum eigentlichen Tonträger, zur CD. So sieht die aus, Free Synergy in weiß und rot gehalten. Und direkt dahinter haben wir dann die Instrumental Disc, diese in rot gehalten. Und hier lesen wir nochmal Free Synergy. Alles klar. Dann haben wir einen spannenden weiteren Inhalt, und zwar dieses hier, Synergy Schutzgeld, ein Bonusalbum. Dieses aus dem Jahr 2011, also bereits 2011 released worden, als reguläres Album von Synergy. Und jetzt hier mit alternativem Cover, also das Schutzgeld-Cover war ein anderes damals und jetzt haben wir hier das Ganze entsprechend abgewandelt in einer Papphülle. Die Tracks sind allerdings die gleichen, 18 Tracks und jede Menge Features, Echo Fresh, Massiv, PA Sports, Casey Rebel, Farid Bang, Frauenarzt und Manuelsen. Auch hier wieder die Credits und die CD sieht dann so aus. Synergy Schutzgeld in schwarz und gelb gehalten. Dann haben wir zwei Sticker an der Zahl. Einmal diesen hier, Synergy, und einmal Salamander Gang. Beide quadratisch, beide in schwarz und weiß gehalten. Zähle jetzt nicht wirklich als Boxinhalt, aber dieser Flyer war dabei. Einmal Synergy Merch, Major Moves Shop und auch anderen Merch von Major Moves. Dann diese Halskette, also so eine klassische Halskette hier, größenverstellbar. Und dann haben wir hier so einen Anhänger, so eine AK-47. Schauen wir uns dann auch im Detail an. Und dann haben wir auch noch ein Poster. Dieses ist einseitig bedruckt und, wenn ich es aufbekomme, im Querformat. Also auch hier nochmals. Synergy, das Foto kennen wir bereits aus dem Booklet. Das war ja betitelt als der Ausbruch. Also Synergy hier mit seinem selbst gebastelten Messer. Und rechts unten lesen wir dann auch nochmals Synergy. Ja, etwas eigenes Motiv. Also ich würde mir zum Beispiel so ein Poster eher nicht aufhängen, wo ein Typ mit Messer abgebildet ist, der gerade aussieht, als wäre er kurz vor einem Kampf oder zumindest hier links so teilweise Abwehrhaltung hat. Aber wem es gefällt, ja. Das Ganze im Querformat und wie gesagt einseitig bedruckt. So, dann legen wir das Ganze mal wieder zusammen. Das ist gar nicht so einfach. Und dann haben wir noch ein Shirt. Dieses in schwarz. Und auch hier haben wir das Cover, was wir schon von der Box kennen. Also oben wieder diese arabischen Schriftzeichen, hier die arabischen Schriftzeichen, in der Mitte dann Synergy hinter Gittern. Und dann lesen wir hier unten wieder in weiß Free Synergy. Neckprint haben wir keinen.
Das Shirt ist in schwarz gehalten und wir lesen hier, wir haben es zu tun mit einem Kia Europe in der Größe L, super fit. Und das Ganze ist 100%, oder? Ja, hier steht 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus, wir schauen uns das Shirt nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesen weißen arabischen Schriftzeichen über dem Bild. Dann hier Sinanji hinter Gittern, das Cover der Box. Auch hier wieder die weißen Schriftzeichen. Darunter lesen wir wieder Free Sinanji. Das Ganze dann kombiniert mit dieser Halskette. Habe ich euch, glaube ich, vorhin gar nicht im Detail gezeigt. Also so sieht das dann aus. Die Kette aus Metall. Relativ groß, die Waffe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein großer Halskettenträger. Und wenn ich jemals eine Halskette tragen würde, dann eher keine, an der eine Waffe dranhängt. Abgesehen davon ist die echt groß, also mein Geschmack trifft das nicht so ganz, aber das ist natürlich euch überlassen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann diese Halskette mit dem AK-47 Anhänger, das Poster einseitig bedruckt im Querformat, die beiden Sticker in quadratischer Form, das Bonusalbum Schutzgeld und natürlich das Album an sich, Free Sinanji inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box, Free Sinanji von Sinanji. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sinanji unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.